Man kann ihn durchaus für einen begehrten Schauspieler halten. Und in der Tat, ein bisschen Talent zum Spiel gehört dazu. Und Stilsicherheit im Umgang mit der Zielgruppe. Jean-Christophe Ammann in einer seiner Lieblingsrollen. Dirigent und Zeremonienmeister bei der rituellen Vermählung von Kunst und Geld. Die Freunde und Förderer des Museums sind geladen und sie folgen bereitwillig dem Ruf ihres Propheten. Der zunächst eher gelangweilt ist. Was soll ein anderer als er der Gemeinde auch zu verkünden haben? Was? Der gute Nordmann Christoph, hörst du bitte zu? Ja, ja. Der Frankfurter Museumsdirektor aus der Schweiz muss über charismatisches Talent verfügen, um trotz spärlicher öffentlicher Gelder mit der finanziellen Zuwendung der Freunde und Förderer immer neue, spektakuläre Ausstellungen finanzieren zu können. Auch dieses Mal ist es ihm und dem verantwortlichen Kurator Rolf Lauter gelungen. Hier zum Beispiel trifft das Iglo von Mario Merz auf die Bilder Arthur Doves und Georgia O'Keeffes aus dem New Yorker Whitney Museum. Ein Dialog der zerklüfteten Fragmente mit viel Raum für Metaphern. Ein anderer Künstler aus Amerika ist Alex Katz. Hier schaut sich gerade sein Sohn im Frankfurter Museum um und erfährt vom Vater, wie der Dialog zwischen den Werken Willem de Konings und Francis Bacons funktionieren mag. Ganz am Rande drängt sich dem Betrachter dabei die Frage auf, ist es eigentlich noch Vergnügen oder bereits Arbeit, an einem Abend so um die 200 Damen zu küssen? Ein riesiges Vergnügen. Also es ist der dritte Abend, morgen ist der vierte und das macht mir Freude. Ich bin ein wirklich kommunikativer Mensch. Kommunikation auf allen Ebenen. Ganz entspannt kann jeder und jede an diesem Abend ins Gespräch kommen. Mit Bill Viola zum Beispiel, dem amerikanischen Star unter den Videokünstlern. Seine Einschätzung als Künstler zum Ausstellungskonzept? Das hier ist kein theoretisches oder historisches Konzept. Die Werke sind so zusammengestellt, wie es aus ihnen spricht. Ich kenne nicht viele Kuratoren, die eine Ausstellung auf diese Art zusammenstellen können. Konfrontation ist die eine Dialogvariante, wie hier zwischen den Texten des Amerikaners Lawrence Weiner und dem bis zu diesem Zeitpunkt unverändert gebliebenen Beuys-Raum. Darf man so etwas, fragt der Betrachter, und der Kurator freut sich. Tatsächlich ist es Ammann gelungen, sich nicht von einem schockenden Anything Goes verführen zu lassen, sondern intelligente Dialoge zu kreieren, die sich aus den Werken selbst ergeben. Eine zweite Gruppe Dialogsituationen sind die eher klassisch abgestimmten Konzepte und Werkgruppen, wie hier die unterschiedlichen Combine Paintings. Ein schönes Beispiel für einen spannenden Dialog ist die Partitur von John Cage, Water Music. Sie ist einem Werk des Frankfurter Museums gegenübergestellt. David Ross, der Direktor des Whitney Museums, erklärt uns, wie das funktioniert. Auf dieser Seite haben Sie Robert Morris' Objekt Fountain von 1963. Es bezieht sich übrigens auf ein ähnliches Werk von Duchamp und ist eine Art Klangplastik. Die beiden Werke hier befinden sich in einer Dialogsituation. Beide haben Wasser zum Thema und beide befinden sich in der Tradition von Duchamp. Sie halten diesen wunderbaren Dialog miteinander. Und wenn wir still sind, können wir ihm zuhören. Es ist wunderbar.